Ein starker Föhnsturm hat sich in den Alpen gebildet und Grund dafür ist ein heranziehendes Sturmtief über den britischen Inseln. Und deshalb gibt es hier einen sehr starken Luftdruckunterschied zwischen Süd- und Nordalpen und deshalb erreicht der Föhn hier Sturmstärke in Spitzenböen auf vollen Orkan. Ich stehe momentan hier direkt am Urnersee, unweit von Altdorf im Reusstal in der Schweiz. Und das hier ist ein sehr typisches Föhntal, wo es immer wieder zu sehr starken Winden kommen kann. Der Föhn ist bereits am Vorabend in den Tälern hier durchgebrochen und durch den sehr starken und bögigen Wind hat sich der See stark aufgewühlt und beeindruckend große Wellen sind hier gegen die Uferpromenade geprallt. Zur selben Zeit konnten wir mit dem Handwindmesser Orkanböen von bis zu 138 km/h messen. Die Temperatur lag über die Nacht bei konstant 13, 14 Grad, also sehr, sehr mild für Februar, was ebenfalls natürlich ein typisches Merkmal ist von einem Föhnwind hier in den Alpentälern. Ja, und wenn man sich hier in der Gegend umschaut, dann bemerkt man, dass es kaum Sturmschäden hier gibt. Und das ist natürlich sehr gut so, aber auch ein Zeichen, dass sich die Natur und auch die Menschen mit ihrer Bauweise an diese sehr starken Föhnwinde hier eingestellt haben. Ja, es ist immer wieder sehr beeindruckend, wie sehr lokal so ein Föhnwind hier in den Alpen auftritt. Ein Tal weiter kann es bereits schon windstill sein. Das soweit von mir hier aus der Schweiz. Ich bin Marco Kaschuber für Wetter Online.